So, in den nächsten Videos wollen wir uns mit dem User Interface von Xamarin Forms oder eigentlich generell um die neue Methode des User Interfaces von Touchscreen-gesteuerten Geräten kümmern. Sie finden dort die Grundinformationen in der Datei Kurs 2 UI mit Xamarin Forms. Die Version 20 ist noch nicht im Netz, ist jetzt zurzeit noch die Version 19. Ich aktualisiere sie natürlich jetzt laufend. Und ja, gehe davon aus, dass Sie die ersten beiden Schritte schon mal mitgemacht haben. Die Intro und die Reuter-App, dass also quasi die ganzen Cross-Plattform-Anschlüsse an iOS und Android und sowas laufen. Und will, bevor ich jetzt in dieses Konzept einsteige, nochmal zwei kurze Beispiele zeigen, insbesondere dieses XAML-Beispiel nochmal erläutern und eben quasi die beiden Versionen der Oberflächenbeschreibung mal gegenüberstellen. Da sehen wir hier den XAML-Text und den wollen wir ausprobieren. Gucken, wie insbesondere mal ein Click-Function erzeugt wird. Und dazu öffnen wir jetzt ein neues Projekt, nennen das App 2020-2. Und natürlich wollen wir unsere Mobile App Xamarin Forms Anwendung benutzen. Das ist also App 2020-2. Wollen, wieso macht er denn schon wieder nicht UWP? Ich glaube das jetzt nicht, weil das nicht leer ist. So, okay. Also natürlich wieder alle drei Plattformen erstellen. Okay. Warte, warte. Und nachdem er das dann erstellt hat, öffnen wir, können ja derweil schon mal die Code-Snippets öffnen, die hier angesprochen sind, die wir im Netz finden. Damit können wir dann diese Textzeilen machen. Also was ich dort vorbereitet habe, ist einmal den XAML-Code mit einem Label, einem Button, einem Switch und einem Slider, einfach nur mal als Beispiele. Und das gleiche ist praktisch hier nochmal. Sie sehen, es ist natürlich ein längerer Text in C-Sharp dargestellt. Also beides macht praktisch die gleiche Funktion. Und das wollen wir mal kurz ausprobieren. Also ich nehme hier den Stack-Layout XAML-Code und gehe dann in die jetzt inzwischen vorbereitete Geschichte rein. Ich mache mal die drei Plattformprojekte klein und mache meine Main Page XAML auf und ersetze das Stack Layout, was hier vorhanden ist, durch das Stack Layout, was ich in meiner Code Snippets drinne habe und bin also im Grunde jetzt schon fertig und kann mir jetzt mal angucken, wie das aussieht. Ich gehe jetzt mal auf den lokalen Computer, es geht am schnellsten. Ich habe zwar noch den iOS-Apparat an, aber noch kein Android-Emulator offen. Also wenn man das alles drei schnell ausprobieren wollte, würde man quasi jetzt die beiden Emulatoren für Android und iOS aufmachen. Und wir sehen jetzt relativ schnell, das war ein bisschen kleiner, ist zu groß für unser Bild. So, die App unter UWP, also oben ein Text, ein Taster, ein Switch und ein Slider. Das sind die Elemente, die wir hier schon mal vor den ersten Blick drauf werfen können. In XAML beschrieben. Sie sehen, das ist relativ kompakter Text, wo Sie ein Label definieren mit den entsprechenden Properties, den Eigenschaften, die wir noch kennenlernen werden. Im Wesentlichen muss man dann einfach nur hier den Namen dieser Komponente definieren. Was man aber eben halt hier nicht findet, ist irgendwelche Instanznamen oder sowas. Das sind einfach nur Definitionen. Und wie ein C-Sharp-Programm jetzt zum Beispiel den Text von diesem Label verstellen kann,
ist hier noch nicht ganz klar. Was wir hier mal machen wollen, ist gucken, wie zum Beispiel ein Button-Click-Event erzeugt werden kann. Dazu gehe ich in meinen Button hier rein und erzeuge mir die Eigenschaft klickt. Ja, dann gehe ich hier in den Button rein. Vor dem Slash mache ich mir eine neue Zeile, vielleicht sogar noch ein Leerzeichen. So, und jetzt kann ich gucken, was mir meine Code-Vervollständigung anbietet. Und Sie sehen, da gibt es den Event klickt. Wenn es mehrere gibt, wird er die dann auch entsprechend anbieten. Ich wähle den klickt. Jetzt muss ich einen Namen vergeben. Das muss jetzt ein C-Sharp gültiger Name sein. Das könnte dann also zum Beispiel Button unterstrich clicked Event sein. Dann ist die Frage, ja, wo steht er? Wie programmiere ich den jetzt? Das macht man so oder kann man so machen, dass ich jetzt mit der rechten Maustaste auf clicked gehe und gehe zur Definition gehe oder mit F12 quasi den Click Event Händler erzeuge. Der wird jetzt erzeugt. Und wenn ich jetzt mein PageXAML.cs angucke, dann sieht man, dass der Event nicht da ist. Warum eigentlich nicht? Das wundert mich jetzt. Gehe jetzt zur Definition, eben war er noch da. Ich habe es ja ausprobiert. Jo. Jetzt geht es schon mal wieder nicht. Interessant. Muss ich checken. Gut, was ich jetzt festgestellt habe, ist, ich habe es vorher natürlich kurz ausprobiert, habe es dann wieder gelöscht und jetzt macht das nicht mehr. Das heißt, wenn normalerweise ist es so, Sie fügen einen Klick hier ein, sagen geh zur Definition, dann wird diese Seite geöffnet und in dem Moment hat er dann in der CS-Datei diesen Clicked-Event-Code erzeugt und ich habe jetzt hier einfach mal eine Aktion eingefügt, nämlich dass er jetzt halt der Hintergrund auf grün schalten soll, aber er erkennt jetzt den Verweis nicht. Und trotzdem macht er es. Das heißt, Sie sehen, wenn ich jetzt den Button klicke, wird es grün. So, deswegen machen wir jetzt Folgendes. Ich mache den ganzen Kram nochmal neu und zeige Ihnen, dass er dieses Ding automatisch erzeugt. Und beim zweiten Mal hat er es nicht gemacht, aber beim ersten Mal macht er es. So, das Ganze nochmal. Ich habe wieder ein neues Projekt gestartet. Das ist jetzt alte vorher gelöscht, das neue genauso benannt. Das heißt also jetzt auch wieder 2020-2. Ich mache jetzt wieder meine Code-Snippets, Control-Copy. Ich werde dann weiter den Stack-Layout komplett ersetzen, Control-V. Ich starte den lokalen Computer und dann sehen wir die Taste ohne Funktion. Da ist jetzt nichts drin, das ist die leere Seite mit jetzt meinem Label, Button, Switch und Slider. Und werde, das erste Mal dauert es immer ein bisschen länger, das zweite Mal hat er sich die ganzen Dateien dazu gelinkt und ist dann praktisch fertig. Und die Größe merkt er sich auch, Gott sei Dank, irgendwie. So, und dann sehen wir jetzt Taster, Switch, Slider, okay. So, und jetzt kommt in Button der Click-Event, neue Zeile. Ich tippe ein CL, wähle klickt, nenne ihn jetzt Button unterstrich klickt 2. So. Und sage jetzt, so habe ich es mir aufgeschrieben, so hat es eben funktioniert, gehe zur Definition. Dann kommt das gleiche Bild, aber nun in mein Page XAML CS gibt es nicht den Event-Händler. Ich fasse es jetzt nicht. Das ist, was mich einfach ärgert. Das ist einfach nicht konsequent. Die Verbindung zwischen der XAML-Seite und dieser CS-Seite ist nicht funktional. Das ist einfach ein Scheiß. Tut mir leid, bin kein Freund von dieser XAML-Geschichte. Ich wollte jetzt ein bisschen in den Vergleich bringen. Ich schaffe es einfach nicht. Gut, dann muss ich einfach jetzt hier sagen, ja, erzeuge den Event-Händler von Hand. Mal gucken.
Okay, nur weiß ich, was ich falsch gemacht habe. Ich bin doof. Ich habe damit noch nicht gearbeitet. Dann sollte man es im Grunde auch nicht zeigen. Ich muss mit der rechten Maustaste auf den neuen Namen gehen und dann gehe zur Definition gehen und dann lege ich da einen Event-Händler an und dann kann ich einen Code eingeben. Sys zum Beispiel Background Color gleich Color Punkt Green. So. Und jetzt sollte es funktionieren. Also, tut mir leid, dass ich das jetzt so ein bisschen holperig angefangen habe. Ich bin halt mehr ein Freund des C-Sharp-Textes. Weil diese Verbindung von dieser Seite zu dieser Seite, wir müssen ja einen Code schreiben, wir wollen ja unser Programm schreiben, wir brauchen eine C-Sharp-Seite auf jeden Fall. Und warum man das jetzt in einer anderen Sprache, in einer anderen Datei jetzt extra machen muss, erschließt sich mir nicht. Was man natürlich, ich hatte es ja schon gesagt, hier als Zusatzmöglichkeit hat, ich habe hier alle Tool-Elemente des Human Interface dabei und ja, habe natürlich dann ein paar Bequemlichkeiten mehr. Das haben sie mir bei C-Sharp ja nicht so angeboten. Wie auch immer, das gleiche Zeugs, das nehme ich jetzt einfach raus, Stack Layout, gibt's nicht. Das gleiche Zeugs kann ich auch gleich hier machen. Und das habe ich auch in den Code-Snippets vorbereitet. Da kommt dann das gleiche raus. Im Konstruktor schiebe ich jetzt quasi diese Geschichte rein. Bis zum letzten, bis zur geschlossenen Klammer zu mit Semikolon am Ende. Das muss in den Konstruktor. Copy. Mal gucken, ob das jetzt ohne Probleme läuft. Also in den Main-Page-Konstruktor. Da muss er rein. Und dann sollte es jetzt nun in C-Sharp laufen. Der Button hat noch keinen Click-Function. Das heißt, jetzt muss ich hier im Grunde dieses Ding auch weglöschen, denn das gibt es ja nicht mehr. Und guck mal, ob er das jetzt richtig macht. Das heißt, jetzt hat er tatsächlich hier diese Geschichten genauso aufgebaut. Es funktioniert genau das gleiche, ist eine andere Syntax. Und Button klickt. Da kann ich jetzt ja nee, in Center, Komma. Und jetzt habe ich hier wieder falsch. Ja, Button klickt, das muss ich hier machen. Put, Punkt, so, das, ne? Klickt-Event mache ich so, plus gleich und dann steht hier, was ich machen muss. Ich mache eine Tab-Taste. Ich drücke jetzt die Tab-Taste und dann macht er eine eigene Benamsung. Hier kann ich noch eine Umbenennung machen. Mache ich natürlich nicht. Ich lasse es, wie es ist. Und dann hat er hier mein Button-Click-Event hier eingefügt. Und hier kann ich natürlich jetzt das Gleiche machen. Sys. Background Color ist gleich Color. Punkt. Natürlich jetzt was anderes, damit man den Unterschied auch sieht, dass er das auch macht. Und dann sollte er jetzt die Funktion durchführen. Okay, funktioniert. Also, wir können natürlich sagen, okay, das ist hier ein bisschen mehr Text, ein bisschen nicht so kompakt geschrieben, aber ich sag mal, und die Toolbox ist auch nicht da, ne, muss man ganz klar sagen, wenn ich hier irgendwie hingehe, was gibt's da alles? Aber man kann natürlich sagen, ich tippe jetzt einen Buchstaben an und dann habe ich natürlich auch hier Angebot, Entry oder was auch immer, ne, meine ganze, ich muss jetzt nur wissen, was es gibt. Ich habe jetzt nicht die Toolbox, sondern ich habe jetzt im Grunde die Liste da stehen. Also von daher ist es ein bisschen mehr Vorwissen, ist nötig, aber im Prinzip ist natürlich jetzt das zwei Alternativen, wofür Sie sich im Grunde für eine entscheiden müssen. Wenn Sie diesen Kurs weiter mitmachen, müssen Sie sich mit dieser C-Sharp-Geschichte anfreunden. Aber wenn Sie in GitHub gehen und andere Beispiele angucken, kann es auch sein, dass es da XAML-Beispiele gibt. Das heißt, ich sehe zurzeit eine leichte Dominanz der XAML-Geschichten, aber habe in meiner Lebenszeit jetzt eigentlich keine Lust mehr, mich auch mit dieser Alternative noch anzufreunden. Punkt, fertig, aus. Ja, nun wollen wir zum Abschluss dieses ersten
kleinen Intros für ja, ein bisschen Kennenlernen des Human, des User Interface oder Human Interface, ist ja eigentlich egal, wie man es nennt. Ich schmeiß jetzt quasi das alles raus, was ich eben eingetragen habe. Dann kann ich auch meinen Button-Click wegmachen. Und diesen alten Button-Click von der vorherigen Form kann ich auch wegmachen. Und da ist jetzt ein Semikolon zu viel. So, jetzt ist das Ding leer. Jetzt gehe ich wieder in die Code-Snippets rein und mache ein Beispiel, das ich aus einem Buch einfach rausgenommen habe, zu Xamarin Forms, das Sie übrigens auch bekommen können. Ist leider schon etwas veraltet, aber trotzdem vielleicht lesenswert. Ich stelle Ihnen das vielleicht auch nochmal in dem Kurs zur Verfügung. Jetzt kopiere ich diese Zeile und muss sie außerhalb des Konstruktors quasi hier in die Klasse einfügen. Damit wird ein Stack-Layout, ein globales Stack-Layout, eine Instanz erzeugt, die ich gleich ansprechen werde. Und im Konstruktor baue ich jetzt folgenden Text. Moment, das ist jetzt quasi im Konstruktor einfügen. Da möchte ich haben den Button. Einfach nur ein Button. Und da gibt es ein Content, das ist der Stack-Layout mit den Schildern, diesem Button und eben ein Scroll-View. Wir lernen hier mal ein Scroll-View kennen und fügen also das hier bis zu diesem Zeichen, Control-Copy, diesen Text fügen wir jetzt in den Konstruktor ein und brauchen jetzt noch ein Button-Click-Event. Da wissen wir, dass wir das mit der Tab-Taste machen. Das machen wir einfach das Zeichen hier weg. Und da sagt er jetzt, hier fehlt jetzt der Click-Event und den sollten wir jetzt mögliche Korrekturen anzeigen. Ich glaube, ich muss es anders machen. Ich muss Button clicked jetzt plus gleich eintippen. Dann ist die Tab-Taste aktiviert und ich kann mein Event erzeugen, der dann hier unten angefügt ist. So, und da kommt gleich auch noch was rein. Was mache ich hier? Ich habe einen Button definiert, eine Click-Function definiert, mein Inhalt, eine Content-Page. Wir haben hier eine Content-Page definiert. Der Inhalt ist ein Stack-Layout. In den Schildern stehen die Elemente, die in dem Stack-Layout hintereinander gestapelt werden. Da ist eben dieser Button. Und hinter dem Button kommt jetzt ein Scroll View. Und der Scroll View bekommt jetzt wiederum ein Stack Layout. Dieser Stack Layout ist noch leer, da ist noch nichts drin, der heißt Logger Layout. Und den fülle ich jetzt mit meiner Button-Click-Funktion folgendermaßen. Ich hole mir jetzt quasi aus dieser Geschichte meine Moment, bis dahin sollte es eigentlich klappen. Copy, nicht, dass ich eine Klammer zu wenig oder zu viel habe. Füge sie statt dieser Exception hier ein. Und sehen Sie, da fügen Sie jetzt zu dem Stack Layout mit Add immer ein Label, bei jedem Klick ein Label hinzu. Und der Label enthält die aktuelle Uhrzeit. Das heißt, bei jedem Klick wird das Ding um ein Label größer. Und das wird dann in einem Scroll-View dargestellt. Solange das alles noch in die Seite reinpasst, ist gut. Aber wenn der Content größer ist als die dargestellte Seite, dann kann ich jetzt scrollen mit einem Finger mit Touch rauf und runter schieben, wie man das so von Handys kennt. Gucken wir mal, ob ich alles richtig reinkopiert habe. Habe ich natürlich nicht, weil in meinem Page noch ein Button-Click-2-Event drinne steckt. Das heißt, den muss ich jetzt natürlich wieder wegnehmen. Sonst meckert er. So. Gut. Das heißt, jetzt sehen wir hier den roten Button. Und jetzt kann ich ja mal das Fenster ein bisschen kleiner machen. So.
Und irgendwann, noch schiebe ich nichts hier, irgendwann geht das jetzt über das Feld hinaus und jetzt gibt es hier den Scrollbar. Aber ich kann auch mit Touch, nicht mit Maus, aber mit Touch, mit meinem Finger kann ich jetzt den Inhalt rauf und runter schieben. Ich kann jetzt natürlich noch viel mehr klicken, dass es noch ein bisschen größer wird. Sie sehen also jetzt in meinem UWP mit einem Touch-Monitor kann ich diese Scroll-Funktion hier mit dem Scroll-View wunderbar benutzen. Gut, das gleiche geht natürlich auch in Android und in iOS. Okay, soweit jetzt zum kleinen Intro. Im nächsten Video gucken wir uns dann das Konzept allgemein, was es hier für Elemente gibt, wie sich das die Entwickler überlegt haben, wie man das am besten darstellen kann. Gucken wir uns in einem weiteren großen Beispiel an.